Oh, scheiße, jetzt habe ich. Ja, okay. Machen wir das beim nächsten Part. Verkackt! Ich wollte eigentlich sagen. Obwohl, nee, wenn ich das jetzt sage, dann gibt es ja keinen Überraschungsmoment mehr. I don't have a map of this area. Ich befürchte, dass wir im letzten Part was vergessen haben. Also nichts Wichtiges in dem Sinne. Wie komme ich hier raus? Oder muss ich jetzt Aber das Kampf. Ah, ich muss jetzt das Kampfmesser, glaube ich, reinlegen, dass ich hier. Nee, verfickt. nein, du musst den Opfer benutzen. Ach, scheiße, wo nochmal? Tja, ne? Wenn du das jetzt wüsstest. Nee, muss ich doch nicht. Hier geht's raus. Shut up. Jetzt stehen da die Smogs im Gang. Shut up, Maggot. Sorry. As I was saying. I'll tell you whether not. Ne, I'll tell you whether not are. Nein, I tell you whether not. Say. Bye. Da ist ein Smoker, aber ich wette, dass es dort. Oh, scheiße. Natürlich steht er direkt vor der Tür. Das war jetzt ein schöner Überraschungsmoment. Ich habe mich Ich ja lock fast. den. Ich lock den jetzt. Ist da auch noch einer? Nö. Ich lock den jetzt hier mal hin. Dann renne Ich ich habe an mich ihm ja vorbei. fast ein bisschen erschrocken vor dem. Ja, komm. Ja, komm. Na komm, ein bisschen feiner, ne? Ja, bist Ja. du ein Feiner! Und jetzt renne ich. So, wenn die Tür sich jetzt wieder schließt, dann kann er da, glaube ich, wieder nicht durch. So, natürlich ist hier nichts, oder? Oder kann man hier noch rein? Tatsache. Ups. Hier ist auch wieder Geflüster. Total schwachsinnig. Da war ein Speicherpunkt. Ach, Tatsache. Ja gut, dann wissen wir jetzt, wo der Speicherpunkt gewesen wäre. Kann man das aufmachen? Kann man hier nichts nehmen oder so? Meine Güte. Ist das lame. Tja, dann. Einfach nur ein Raum ohne Sinn quasi, bis auf den Speicherpunkt. Ohne Sinn und Verstand. Oh, hier kann man auch noch rein. Oh, hier kommt Musik. Interessant. Finde ich denn hier irgendwas? Maybe not. Nein, ich glaube, wir verschwenden hier total unsere Zeit. Dann los, ab nach Hause. Ja, ich meine, wir haben ja schon Serum gefunden. Das Das ist schon sehr gut. ja, hier, da ist unser Smoker. Ich höre ihn neben uns. Und tschüss. So, auf nach Hause, würde ich sagen, ne? Ja, dann latsch mal los. Dann, Humilumimu. Wo war das nochmal? Genau, rechts. Ja, das Silent Hill hier ist viel. Silent Hill, Shepard's Glen, ist viel kleiner als die Silent Hill in der anderen Spiele. Ja. Ein bisschen. Ein kleines Spielchen. Was aber nichtsdestotrotz ist der Nebel dicker. Und interessant ist auch, Pascal, kannst du dich daran erinnern, es hat doch auf den Straßen wegen den Nebeln und so immer mega geruckelt. Jetzt nix. Ja, komisch. Was Mann, soll ich machen? Ich bin an meinem Haus vorbeigerannt. Idiot. Ach ja, das ist ja. Wie konnte man dann noch. Durch die Küche, glaube ich. Und wie komme ich in den Garten? Von der anderen Seite vielleicht? Weil hier komme ich doch nur auf diesen Spielplatz. Und Ja, hier war doch auch keine Tür. soweit ich weiß nicht. Ach, wie kann man denn noch mal in den Garten? Na, ich versuche mal diese Seite. Wenn das nicht geht, dann versuche ich durch das Loch da. Okay. Ja, hier ist alles dicht. Und da versperrt die. Ja, hier kann ich nicht lang, ne? Ich schau mal. Schau mal eben, weil ich wüsste es jetzt sonst nicht. Ich würde es jetzt einfach mal durch den Dingsens hier versuchen. Durch das Loch. Ja, Aber guck mal rein. da komme ich ja nur woanders wieder hin. Schau mal nach. Ja, ich schau mal eben nach. Und zwar. Da. Okay. Planloses Herumlaufen. Rathaus. Ach. Ha, Sag, du hier sind musst. Schüssels. Ja, Zeremonie durch, Notizen in den Büchern zu finden, Speicherpunkt, Serum, Gesundheitsdrink, zweimal Schrotmunition findet sich da auch noch. Was, wo? Da war nix. Du musst zurück zum Rathaus. Ah, super. Und was und dann? Zeremonie durchzuerhalten, um das normalerweise ersetzt als Schlüssel fungiert. Im Raum verteilt gibt es noch vier Notizen in Büchern zu finden, die etwas von der Geschichte zur Stadt erzählen. Öffne die Tür an der Wand mit dem Dolch, folge dem langen Gang zu einem kleinen Studierzimmer mit einer Schreibmaschine. Ja, super. Ha. Jetzt sind die ja nur Schissens und diesen ganzen. Und Hunde und alles. Der rennt so langsam, ey. Und da gibt es dann auch das beschissene Schieberätsel, das sage ich dir dann aber an. Okay. Oh, noch ein Köter.
Zum Glück sind die behindert und springen mich irgendwie gar nicht an. Was ich normalerweise, wow, machen. Jetzt. Okay, also muss ich unten weitergehen oder was? Genau, unten in diesem großen Raum muss irgendwo was in der Wand sein, wo du den Dolch benutzen kannst. Und wo ist die Schrotmunition? Die kommt dann später. Und die Gesundheitsdrinks? Studierzimmer mit einer Schreibmaschine. Kletter die Leiter hinauf und du befindest dich auf dem Friedhof. Nimm die Zeichnung an dich, öffne die Tür und trete hinaus. Öffne den anderen kleinen Raum gegenüber, nimm das Serum, danach den gesamten Weg zum Speicherpunkt bei den Kryptas. Wenn du auf ein paar Extras scharf bist, geh vom Friedhof aus zum Parkplatz, von dort auf die Straße nach Shepherd's Glen. Auf einer Bank. Warte mal, ich bin dämlich, ich habe hier ganz vergessen, dass hier noch eine Tür war. Hier, bin ich stumpf dran vorbeigerannt. Ja, auf der Bank, wo Al saß, gibt es ein Foto und auf dem Schrottplatz von Curtis ein Gesundheitsdrink und zweimal Schrotmunition. Super, hier ist jetzt was? Hier ist gar nichts. Außer man kann das Regal verschieben, was man aber nicht kann. Nee, du musst halt wieder runter. Also in die Krypta sozusagen. Genau, hab ich doch gesagt. Okay, dann wow! Puh! Du stinkst, Junge. Okay, mal im Pool waschen. Du gehst jetzt duschen! Es reicht! Das interessiert mich nicht, jetzt mach! Du gehst jetzt duschen! Oh, da ist ja auch noch einer. Oder. Oh nein, okay. Krypta. Krypta folgen. Vielleicht auch den anderen Gang nehmen. Oder für das. Das führt, glaube ich, zum selben. Ich glaube, das führt zum selben. So, hier durch. Warte, die Krankenschwestern waren. Dann gibt es einen weiteren Raum mit drei Monstern. Zeremonie durch. Ja, hier, die ganze Scheiße, aber die will ich mir jetzt nicht durchlesen. So. Öffne die Tür an der Wand mit dem Dolch und folge dem langen Gang bis zu einem kleinen Studierzimmer mit einer Schreibmaschine. Ah, Tatsache, hier ist es. Gefailt! Tja, habe ich wohl wirklich gefailt. Macht nix. Okay. Hier gibt es zwei Wege. Okay, nein, ein Weg. Ups! Oh Mann. Ich folge dem Gang. Hier geht's noch ein zweiten. Nein, doch nur ein Gang. Jetzt geh da durch! Und du lach nicht! Wo bin ich denn jetzt? Das ist noch eine Gang. Aber hier gibt es zwei Gänge. Nein, ein Gang. Scheiße! Mann, ey, ist das Spiel wirklich so linear? Yeah. Und trotzdem fail ich. Was zur Hölle? Was ist denn das hier? Hier gibt es 10.000 Gänge, oder? Nein, nur ein Gang. Ohne Witz, du ey. Du Idiot, ey. Du Idiot! Eine Nische. Alter, ich lauf doch bestimmt im Kreis gerade, ey. Kannst du mir erzählen, was du willst? Oder lag hier immer schon Erde auf dem Boden? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist eine Leiter, das gibt's ja gar nicht. Ich bin da. Wow. Wilma, ich bin zu Hause. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Nein. Nein. Nichts machen? Kann ich nicht speichern? Ah, nee, ist ja nicht Resident Evil, stimmt ja. No, So, was kannst du denn jetzt noch machen? Was soll ich machen? Nimm die Zeichnung an dich, öffne die Tür und trete hinaus. Öffne auch den anderen kleinen Raum gegenüber und nimm das Serum. Danach geht es den gesamten Weg zurück zum Speicherpunkt bei den Kryptas. Was? Bei den Kryptas war kein Speicherpunkt, immer so. Nein, geh den gesamten Weg zurück zum Speicherpunkt bei den Kryptas. Also jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Friedhof. Ey, du überspringst bestimmt schon wieder irgendeinen Absatz. Nein, tue ich nicht. Jetzt bin ich auf dem Friedhof, was soll ich hier? Nimm die Zeichnung an dich, öffne die Tür und trete hinaus. Öffne auch den anderen kleinen Raum gegenüber und nimm das Serum an dich. Ja, und wo ist hier eine Zeichnung? Hier, da geht's ja schon los. Hier ist ja nicht mal eine Zeichnung. Doch, da ist eine Zeichnung. Okay. Oh, das war Pyramid. Na gut. So, gegenüber, ja? Genau. Oh, Smoker. Ja, aber beeilst du dich bitte mal? Der Smoker ist gleich neben dir, ne? Nur so. Das interessiert ihn nicht. Ja, echt mal. So, jetzt dauert es noch 10 Sekunden, bis er das Serum nimmt und inzwischen hat das Ding mich gekillt. Ja, ist gut! Du brauchst mir kein schwarzes Bildschirm mehr zeigen. Meine Fresse. Oh. So, jetzt, wohin? Wieder zurück?
Trete hinaus, öffne den anderen kleinen Raum gegenüber, nimm das Serum. Danach geht es den gesamten Weg zurück zum Speicherpunkt bei den Kryptas. Ah, ich weiß, was die mit dem Speicherpunkt Kryptas meinen. Die meinen da hinten den Speicherpunkt. Ja, wahrscheinlich. Und nicht irgendwas anderes. Und deswegen muss ich da durch. Gut. Ja, auf dem Schrotplatz geht's noch zweimal Schrotmunition, aber den Umweg sparen wir uns jetzt, ne? Ich will haben, eigentlich. Okay, ich weiß genau schon, was jetzt in diesem Video in der Beschreibung steht. Laufen, na? Laufen, laufen. Laufen, 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 wir müssen laufen. Also wir laufen ja nur weil ich fail. Ja. Oh, hier ist irgendwas. Oh, scheiße. Zwei Schmökerli. Schmökerli! Ich versuche mal an den vorbeizurennen. Klappt. WTF, erste Hilfe-Set, Schrotmunition. Wo bin ich hier? Ja, so geil. Au, verdammt! Befrei dich. Aber hier wird mir den Weg angezeigt. Ach, ja, da drunter. Ja, ich weiß wo. Hier kann man... Mann, jetzt lass mich doch mal hier drunter, ey. Ich krieg eine Rauchvergiftung. Ich wette, da kommt jetzt Köter und ich wette, der killt mich, wenn ich mich jetzt nicht heile. Tja, du hast aber keinen Heildrink. Nur Erste-Hilfe-Kits. Na gut. Noch ein Smoker, what the fuck. Hättest auch ein Serum nehmen können. Und ich laufe in die falsche Richtung, sehe ich gerade, denn ich muss da lang bis zu dem Speicherpunkt, zu den Kryptas. Genau, da gibt es nämlich ein Schieberätsel dran. Ah ne, erstmal musst du da irgendwas noch kaputt machen. Ja, erstmal muss ich an dem vorbei. Jawohl. Und ich habe wieder ein Standbild. Das ist schon. Mann, wieso komme ich da nicht durch? Wo muss ich denn lang? Ach, dadurch. Erst gucken, dann meckern. Shut up. No, sir. Ging hier jetzt neue Sachen? Nein, ne? Nein. Sit. Okay. WTF, sollte man hier nicht normalerweise durchkommen irgendwie? Ach, da. Ah, hier kann man auch durch. Kann man hier durch? Gibt's hier irgendwas? Nein. Ich verlaufe mich gerade total. Ah, das sieht gut aus. Einen zugebretterten Durchgang, den man aufbrechen kann. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt die Feueraxt. Oh, dahinter liegt doof. Die Chrome Hammer Pistole. Ja. Was? Eine Pistole? Eine neue Pistole? Eine stärkere? Krass. Mhm. So, hier, jetzt bin ich da bei dem Tor mit den. Was siehst du hier eigentlich? Schätze ich mal. Ja, den kannst du durchbrechen. Also, du musst jetzt Richtung Haus wieder erstmal. Nur dafür habe ich das jetzt gemacht? Ja. Wie, Richtung Haus? Folge dem Weg zum Hintergarten der Shepherds und betrete die Küche. Hier lässt sich eine Tür aufbrechen, hinter der man einen Erste-Hilfe-Kasten findet. Laufe nun in den Keller, öffne die Tür zum Raum von Alex Vater. Warte, stopp. Achso, ja. Ja, klar, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Ja, tut mir leid. Schlüssel für den Dachboden, mit diesem geht man genau dort. Ich bin heute ein bisschen müde. Am Ende des Ganges oben lassen Sie ein Foto, Gesundheitsring und Pistolenmunition finden. Geh durch die Tür nach oben und schau die Katze in den. Habe ich schon gesagt, dass ich das geil finde? So. Nein. Alter, wir brauchen jetzt ohne Witz. Oh shit, Hunde. Nein, böser Bauer. Ich möchte hier hoch, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. So. Kommt ihr mir hinterher? Nein. Haha. Dumme Hunde. Warte, ich kann ja mal gerade auf meine Öhrchen gucken. Oh, 6 Minuten. Ja, wenn wir Glück haben, schaffen wir das auch bis zum Haus in der Zeit. Bestimmt. So. Oh nö. Ein Smoker, den man bestimmt nicht ausweichen kann. What the fuck? Das ist ganz schön weit dahin. You can get it if you really want. You can dodge it if you really want. Ja. Jetzt sind wir wieder im Garten. Ich bin so doof, ey, dass ich das. Warte mal. Wenn man hier entlang geht, dann fällt man runter. Nein. Fällt man aus der. Aber beim Schrottplatz gibt es noch so viel Munition und kann ich mir das nicht holen irgendwie? Nein. Ich hätte es mal lieber nicht vorlesen sollen. Tja. This is near foreign. Dann können wir ja noch die Cutscene machen, dann alternative Welt und dann noch ein Part in dem alternativen Haus. Genau, und dann ist unsere Aufnahmesession für heute schon wieder beendet, denn wir müssen beide morgen früh raus. Ja, der Tempelmaster hat ja wieder einen Beruf und da muss er leider schon um 6.30 Uhr aufstehen. Obwohl, ich mache es eigentlich freiwillig, damit ich noch zu Hause frühstücken kann und so. Oh, der leuchtet.
Oh, der kommt immer noch dasselbe. Ra, ra, ra. Ich sehe nur schwarz. Was ziemlich kacke ist, wie ich finde. Wieso siehst du nur schwarz? Weil die Aufnahme ruckelt, die Übertragung. Warte mal, ist wieder was Neues im Kühlschrank? Verfickt. Ja, die sind immer noch zu. So, ich bin jetzt wieder im Haus. Ja, da musst du mal aufmachen. Da gibt es nämlich noch einen Erste-Hilfe-Kasten hinter. Und danach muss ich erst auf den Dachboden. Oder was? Danach kommt erstmal die Cutscene. Ach nee, danach muss ich auf den in den Keller oder nicht? Und da finde ich dann den Schlüssel. Und dann muss ich auf den Dachboden. Und dann. Ja. Erstmal gibt es eine Cutscene. Glaube ich. Nee, warte mal. Noch komme ich an den Schlüssel, oder? Oben am Dachboden gibt es die Cutscene. Okay, hier habe ich einen Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Sehr genau. Schön. Jetzt gehst du Richtung Keller. Ja, gut, alles andere ist ja auch irgendwie dicht. Perfekt. Perfekt. Ach du, du Stück Scheiße. The fuck? Das Nähzimmer. Er so. Where am I? Ja. Ever been here before? Guck, die Nähmaschine an. I don't remember this being here before. Okay. Hallo? Wie soll ich denn da hinkommen, wenn alle Türen zu sind, bitte? Ich bin hier in der verfickten Küche und alle Türen sind. Betrete die Küche, lass dich die Tür aufbrechen, hinter der Mann ist. Laufe nun in den Keller und öffne die Tür zum Raum von Alex' Vater mit Hilfe des Deutschen. Ich habe ja eine Tür übersehen hier, aber. Du kommst von außen ran, ne? Das ist dir auch schon klar, ne? Wie von außen? Ja, du kannst von außen in den Keller gehen. Neben der Küche. Hä? Ja, geh mal raus, da muss irgendwo eine Tür, ich glaube, irgendwo eine Treppe runterführen in den Keller. Das ist die Tür, die wir geöffnet haben, weil wir ja das Wasser abgelassen haben. Ihr seht, ich bin viel zu müde, um noch halbwegs klar denken zu können, denn sonst hätte ich gewusst, dass hier richtig die gesagte Treppe ist. Alter Vater, ey, boah. Tja, gut, dass ich dann doch nochmal drauf gekommen bin, ne? Gut, dass unsere Zeit gleich vorbei ist und deswegen muss ich jetzt hier reinhauen. Oh, hier ist wieder so ein Viech im Wasser. Wo ist denn die andere Tür da hinten natürlich? Das heißt, wir müssen an dem Ding vorbei. Das heißt, Achtung! Wo bleibt er? Ich glaube, da kommt keiner mehr, oder? Ich sehe doch die Bewegungen im Wasser. Okay, pfeift drauf. Wenn er nicht will, dann hat er schon. Oh, die Puppe ist umgestoßen worden. Vorher nicht so. So. So, jetzt schiebt gleich die Uhr. Ne, 2 Minuten haben wir noch. Kommt da jetzt eine Cutscene oder was? Okay. Ich gleich oben auf dem Dachboden. Hier kommt keine Cutscene. Aber egal. Macht ja nichts. So. Schild. Blau, Stahl, Schrotflinte. Das heißt, wir haben 2 fette, aufgerüstete Schusswaffen. Dachboden, Schlüssel, Alex-Schlüssel. Okay. Und ich würde empfehlen, dass wir hier einen Cut machen, weil da gleich eine Cutscene kommt und weiß nicht, ob die zeitlich da reinpasst. Also würde ich sagen, sehen wir uns die Cutscene im nächsten Part an. Bleibst du stehen! Aber ich will doch noch... Bleibst du stehen! Aber ich will doch nur kurz... Nein, die Cutscene geht nämlich los, sobald du am Dachboden bist. Okay, dann tut's mir leid, Leute, müssen wir leider Feier machen. Dann geht die ganze Misere, hoffentlich mit weniger Fails nächstes Mal, obwohl da kommen Schisms, und zwar jede Menge. In engen Räumen, was ich gar nicht mag. Aber wir werden sehen, ob ich fälle oder nicht. Bis morgen! Tschüss!